Herzlich willkommen zurück zu Bioshock 2 und willkommen in Rapture. Und ich glaube, wir sollen jetzt hier runterspringen. Oh. Da rutsche ich schon ein bisschen in die Tiefe und... So, ist hier hinten noch irgendwo was? Das nehmen wir natürlich alles mit, alles, was wir hier finden. Wenn wir was finden. Sieht aber mau aus. Gut, dann gehen wir mal weiter. Aha. Das ist die Big Sister. Die ist auch etwas fixer unterwegs als wir. Und ich denke mal, wir werden auch noch mal auf die treffen. Das wird noch mal ordentlich Gekämpfe geben, glaube ich. Aber hier ist jetzt soweit nichts mehr. Ich sehe zumindest gar nichts außer Grünzeug. Wenn wir einen Fisch finden, da können wir dann eigentlich Sushi machen, ne? So ein bisschen einwickeln hier noch. Moment. Wir finden doch bestimmt irgendwo. Ja. Fische, Fische, Fische. Na gut. Da kommen wir wohl nicht ran. So, dann würde ich sagen, es wird Zeit, wieder etwas trockener zu werden. Daddy ist zu Hause. Oh. Wieder schön die Musik, ey. Ich liebe das. Ach, du kommst zu mir, wie die Kinder gesagt haben. Komm hoch zur Bahnstation. Ich bin im Ticketschalter. Wenn du mir hilfst, verrate ich dir alles, was ich weiß. Na, das möchte ich doch hoffen. Oh je, das sieht schon wieder so vertrauenswürdig aus. Hängende Leute überall. So, wir gucken uns natürlich wie immer etwas um. Sind das Stiefel? Aha. Und wir hören natürlich schon wieder Feinde. Das sind so ein paar Big Daddy-Ausrüstungsteile. Spind durchsuchen. Aha. Ach, da war der Spind. Ich dachte, hä? Ist doch kein Spind hier. Da ist noch ein Spind. Und hier. Ich habe ein Kleidchen für die Schuhe. Ein Nachthemd. Ach, hier sind überall Spinde. Wir können aber nichts mehr aufsammeln soweit. Hier vorne ist nix, nö. Okay, dann gehen wir erstmal wieder geradeaus. Wo ist er? Was steht hier? Wartungseinrichtung von Atlantic Express. Okay. Oh, soll ich dich trösten? Komm mal hier, ich tröste dich. Ach, der hat eine Knarre, verdammt. Hau bloß ab! Können wir uns da ranschleichen? Hm. Nun, die meisten Überlebenden sind so. Splicer. Sie sind jetzt drogensüchtige, bösartige Raubtiere. Splicer. Okay. Ja, mit denen sind wir ja schon vertraut aus dem ersten Teil. Sehr, also ja, sehr friedliche Leute, ne? Wie ihr wisst. Und was haben wir denn da liegen? Manchmal kann man das Sicherheitssystem austricksen, um eine Tür aufzukriegen. Aber dazu brauchst du das richtige Werkzeug. Ah,
Du hast das Heckwerkzeug erhalten. Schauen wir uns doch gleich mal an. Willst du eine Maschine hacken? Drücke E, sodass die Nadel in einem grünen Bereich der Anzeige stehen bleibt. Bei Weiß erhältst du einen Elektroschock. Oh oh, das wollen wir natürlich nicht. Distanzhacke! Sehr schön. Finde ich auf jeden Fall besser gemacht als mit diesen Rohren. Und wir holen uns mal hier noch ein bisschen Muni dafür. Muni dafür geht nicht. Schade. Ich dachte, wir kriegen jetzt hier mal ein bisschen ordentlich Hackings. Also wir können also nicht immer hacken, oder wie? Das ist natürlich schade. Aber gut, das soll uns mal jetzt nicht stören. Wir gehen mal weiter. Ach so, es geht also von nahen auch hacken. Gehackte Sicherheitsbots sind auf deiner Seite und greifen deine Feinde an. So muss es sein. Liegt hier noch was Schönes für uns rum? Nö. Moment. Wir werden wiedergeboren. Okay. Och nee. Hallo? Das klingt irgendwie falsch. Hallo, wo ist mein Bot? Ach da, der ist schon an mir vorbeigefahren. Ah, alles klar. Da ist er. Und das sieht schon wieder so nach einem Feld aus, Feld des Kampfes, will ich mal sagen. Ja, dachte ich mir schon. Wo bist du hin? Wir sind noch nicht fertig. Komm zurück! Noch ein Versuch! Hier spricht Dr. Sophia Lam. Andrew Ryan ist tot. Aber der Tyrann steckt in uns allen. Denk daran, wir lehnen das Gen ab. Wir lehnen das Ich ab. Wir lehnen den Tyrannen ab. Wir lehnen Lenin ab. Nix. Hier gibt's nix, nix, nix. Auch alles nicht zu gebrauchen. Aber hier ist was für uns. Können wir aber nicht aufsammeln. Schade. Können wir vielleicht nachladen irgendwie. Nee, geht auch nicht. Schade. Okay, dann... Chips. Nom, 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 nom. Ach da. Guck an. Öl haben wir auch. Soweit voll. Jo, dann gehen wir mal wieder raus. Nerviges, kleines etwas. Aber du hilfst uns ja. Das ist ja ganz praktisch. Und guck mal an. Das können wir doch gleich mal hacken. Jo, nehmen wir uns doch gleich mal was raus. 9 Dollar. Nee, ich spare mal lieber. Das bisschen ist ja nicht so schlimm. Und falls dann jemand hier rangeht, war's das mit demjenigen. So, Tipp möchte ich nicht bekommen. Ich möchte mich eigentlich noch ein bisschen umsehen hier. Wir gehen das hier ganz locker an, ohne Hektik. Das war voll, ne? Ja. So, ich glaube, wir müssen hier rein. Oh. Was ist hier? Was ist das? Ich kenne dich. Das Symbol auf deiner Hand heißt, du bist ein toter Mann. 10 Jahre ist es jetzt her, Delta, seit du dir eine Waffe an den Kopf gehalten und abgedrückt hast. Aber nur Mut. Aus deinem Schmerz
erblühte das Paradies. Ich weiß nicht, wie du überlebt hast, aber dein Leid hat ein Ende. Diese Männer werden dich von allem erlösen. Bitte versteh, wie alles, was ich tue, dies ist ein Akt der Liebe. Sophia Lamb, sie hat dich gefunden. Oh oh. Wohin? Ah. Ah. Was soll ich tun? Na super, schon wieder im Wasser. Oh. Durchsuche Leichen nach Beute. Das ist mir ja neu. hallo? Ich meine, blub, 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 blub. Ist hier was? Nö, hier ist eigentlich nix. Jetzt kennst du unseren gemeinsamen Feind, Sophia Lamb. Durch die Kamera in deinem Helm kann ich alles mit deinen Augen sehen. So kann ich dir helfen, gegen sie zu kämpfen. Hilf mir! Okay, dann sind wir jetzt wieder trocken gleich. Oh Gott, was ist das denn schon wieder? Vor allen Dingen habe ich jetzt ein Medikit verschwendet, ne? Ich hätte einfach springen müssen oder so. Hätte ich das gewusst? Oh, das stand bestimmt irgendwo und ich habe es wieder nicht gesehen. Was soll das hier da schon? Ein Schmetterling oder was? Sieht so aus, ne? Schmetterling. Aber ich glaube, liebe Freunde, wir machen dann gleich mal weiter. Hier ist ja so ein Speicherpunkt. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Tschüss.